Dank für die Einladung. Und ich habe jetzt keinen ganz geschlossenen Vortrag, sondern verschiedene Versuchselemente mitgebracht. Und geht eins davon so, dass man das Licht ein bisschen runterdämmen kann für, sagen wir mal, 15 Minuten. Ich würde gerne einen Text vorlesen und dabei laufen Bilder in so einer Schlaufe ab. Also, ich werde die jetzt nicht selber klicken, sondern die bewegen sich selber fort. Und die Bilder werden nicht immer zu dem passen, was ich sage. Aber dadurch, dass sich das wie eine Bild- und Tonspur aneinander vorbei bewegt, wird man dann irgendwann mitbekommen, wie die zusammengehören. Und deshalb sind die Bilder relativ wichtig, würde ich sagen. Und ich spreche auch jetzt nicht dazu. Also, dass das jetzt auch so. Ja, das ist also, dass sich die Bilder auch bewegen. Hast du mit Licht zu lösen? Ja, das reicht. Es stampft und trampelt, es saust und wirbelt. Ein Meer aus weißen Körpern wogt um mich. Die Hunde jagen außen am Zaun entlang. Eine Herde Schafe an der Innenseite. Sie trudeln und stieben auseinander, als ich auf sie zulaufe. Bilden neue Formationen. Weiße Wellen klatschen gegen den Zaun, um mir auszuweichen. Ich renne in eine der weißen Wolken hinein. Umsonst. Denn schon sind sie weg. Sie preschen auseinander, hasten an mir vorbei, ballen sich zu neuen, kleineren Schafsfiguren zusammen, zerfallen, sammeln sich. Ihre Körper scheinen auf unsichtbare Weise aneinander zu hängen. Kopf an Bauch, an Schulter, an Ohr, an Schwanz, an Bein. Blitzschnell lösen sie sich auf, formieren sich neu, es blökt und mäht. Kleine Erdklumpen fliegen durch die Luft. Ich stehe still. Langsam kommt auch der kollektive Schafskörper zur Ruhe. Verteilt sich an den äußeren Grenzen des abschüssigen Geländes. Weiter oben liegt der Stall, doppelstöckig, neu, ganz aus Holz. Am Hang gebaut, nach einer Seite offen, sodass die Herde ihren Spielraum hat, die Menschen zu umkreisen, sie einzuschließen, ohne sie zu berühren. Wenn man von der Straße her den Stall betritt, kommt man ins Futterlager. Es riecht nach Holz und Heu. In den Planken des Bodens sind große Luken eingelassen, direkt über den runden, metallenen Boden Futterkörnern. Wir lassen Unmengen von Heu hinunterregnen und schauen in den Stall hinab. Sofort stürmen sie wieder heran, bilden kreisrunde Schafsinseln um die Körbe mit Heu. Sie drängeln, rangeln, raufen, schichten ihre Körper aufeinander nach strengen Hierarchien, deren Regelwerk ich nicht verstehe. Sie stoßen, schubsen und quetschen, bilden schwankende, mehrstöckige Schafstürme um die Körbe herum. Was hält diese Gebilde zusammen? Das ununterbrochene Geblöke, das schäfische Gequassel, in das sich das ungeduldige Kläffen der Hunde mischt, die immer noch nicht auf das Stallgelände dürfen. Ganz hinten an der Wand des Stalles gibt es einige Buchten für die Mutterschafe mit den neugeborenen Lämmern, die unter Wärmelampen liegen. Sonst finden sich im Innern des Stalls keine Abschrankungen. Es ist kalt, nicht nur im offenen Stall. Kurz nach Ostern liegt noch überall Schnee hier in den Bergen um Davos. Trotz seiner malerischen und romantischen Lage befinde ich mich nicht in einer Schafsidylle und ich bin auch nicht zufällig hier. Vor einem Jahr bin ich im Tal am Stadtrand von Davos in einen anderen Schafstall gestolpert. Beide Orte sind auf spezifische Weise miteinander verbunden. Der Stall hier in den Bergen ist Teil eines komplexen Herdenmanagements für Versuchs- und Labortiere in der Unfallchirurgie. Der Stall im Tal ist Teil eines der weltweit führenden unfallchirurgischen Forschungsinstitute zur Entwicklung von Implantaten. So nennt man die Drähte, Schrauben, Platten und Nägel, die in gebrochene Knochen eingebracht werden, um die Heilung zu beschleunigen. Hier oben im Stall kreuzen sich verschiedene tierische Existenzweisen. Hier entstehen unterschiedliche Schafsontologien. Während der größte Teil der Böcke in die sogenannte Fleischproduktion geht, also geschlachtet wird, kommt ein Teil der weiblichen Tiere als sogenannte Projektschafe
in den Stall des Forschungsinstituts unten im Tal. Dafür müssen sie zunächst 2 Jahre hintereinander ablammen. Durch die Schwangerschaften verändert der Hormongehalt den Kalziumstoffwechsel und die Knochenstrukturen der Mutterschafe. Da Schafe Grasfresser und Wiederkäuer sind, unterscheiden sich ihre Knochen vor allem durch den Kalkgehalt erheblich vom menschlichen Knochen. Hier oben im Stall wird festgelegt, welche Schafe zu Fleisch- oder Knochenschafen werden, zu Nahrung oder zu Wissensproduzenten. Damals, vor einem Jahr unten im Tal, war ich zufällig in den Schafstall geraten. Ich war auf der Suche nach Papier, nach Dokumenten oder einer Datenbank für ein Forschungsprojekt zur Geschichte des Wissenstransfers zwischen Human- und Veterinärmedizin. Der Sinn stand mir eher nach Archiv, denn nach Stallhistoriographie oder gar Stallethnographie. Im Forschungsinstitut schickte man mich zur neuen Postdoc, die zurzeit im Schreibtisch im Tierhaus habe. Dort bekäme ich auch sicher Zugang zur Datenbank. Ich fragte nach, was denn das Tierhaus sei. Na, der Stall, sagte eine Mitarbeiterin und zeigte auf ein großes weißes Gebäude, ca. 200 Meter vom Forschungsinstitut entfernt. Ich lief den Weg entlang und betrat den Stall, der keineswegs so aussah, wie ich mir das vorgestellt hatte. Die Tür war offen, es war hell und sie sah eher aus wie in einer Klinik. Die Wände und teilweise auch der Boden waren weiß gekachelt, alles ausgeleuchtet mit Neonlicht. Ich bog um die Ecke. Vor mir stand ein Röntgenapparat. Die Bleischürzen hingen daneben. An der Wand ein Kleiderhaken voller weißer Kittel. Und im Schuhregal standen einige weiße Gummistiefel. Was mich am meisten irritierte, war die Stille. Nur leise Radiomusik drang an mein Ohr. Nichts und niemand waren zu hören. Aber ein starker Tiergeruch stieg mir in die Nase. Ich ging einen langen Korridor entlang auf eine Tür zu. Auf der linken Seite des Ganges sah ich große Türen, doch ich hatte nun keine Zeit für Stallerkundungen. An der Tür angekommen, wandte ich mich nochmals um und dann sah ich sie. Nacheinander tauchten vereinzelte Schafsköpfe hinter den Schiebetüren auf, lugten um die Ecke und schauten mir hinterher. Ich drehte mich um und ging zurück. In jedem der Räume hinter den Schiebetüren standen Schafe. Von einem Gang in der Mitte aus lagen auf jeder Seite ca. 10 einzelne, mit Gittern voneinander abgetrennte Boxen. Jedes Schaf hatte einen eigenen Zugang zu den Futterrinnen, die rechts und links an den Wänden entlang liefen. In jeder Bucht gab es Einzeltränken. Die meisten Schafe regten sich nicht sonderlich über meine Anwesenheit auf, schienen sich sogar mit mildem Interesse mir zuzuwenden. Nur in dem Raum, in dem Schafe in Gruppen von 5 bis 10 gemeinsam untergebracht waren, brach Hektik aus. Heftiges Getrappel und Rückzug in den äußersten Winkel des Raums waren die Folge meines Erscheinens. Alle Schafe trugen Nummern am Körper, sowohl mit Farben aus Fell gemalt, als auch mit Steckern an den Ohren angebracht. An den Buchten baumelten Karten, die wie Patientenakten aussahen, bedruckt mit Zahlen und Kurven. Einige Schafe hingen in einer Art Netz oder in einer Hängevorrichtung. Manche waren am Rücken geschoren, doch konnte ich ihre Operationsnarben sehen. Andere trugen Verbände an den Beinen. Sie wandten sich um und schauten mich an. Eine Welle höchster Verwunderung, Irritation und Beunruhigung erfasste mich. Alles erschien mir gleichermaßen vertraut und höchst fremd und eigenartig. Ich war ins Wunderland geraten. Während Alice dort vor allem darum kämpft, ihren rückernden, aus der Fassung geratenen Körper den Räumlichkeiten und Orten anzupassen, erstaunte mich hier der Raum an sich, die ungewöhnliche Mischung aus Bauernhof, Klinik und Labor. Der ungewöhnliche Anblick gewöhnlicher Schafe, die Art der Anordnung zueinander und zu mir, die ungewöhnliche Blicke erlaubte und erstattete. Es war dieser Moment der Verwirrung, der es mir ermöglichte, den Stall, die Tiere und mich anders wahrzunehmen, die Anordnung und den Stall als einen verdichteten Ort biomedizinischer Praxis zu begreifen, dessen Geschichte historisch nicht erforscht, der aber nichtsdestotrotz zentral für mein Forschungsanliegen war. Wie konnte ich diesen übersehenen Ort und seine komplexen Beziehungen sichtbar machen?
Wie waren klinische, operationstechnische, landwirtschaftliche Praktiken miteinander vernäht? Welchen losen Fäden, aufgetrennten Säumen und Nähten musste ich folgen, auch historisch folgen, um die Praktiken zu verstehen, die diesen Ort ermöglichten und mit anderen Einrichtungen verbanden? Schafe tauchten erstmals 1967 als Versuchstiere in dem Davoser Forschungsinstitut auf. Das hatte vor allem emotionale Gründe. Denn der neue Leiter des Instituts und viele seiner Mitarbeiter waren leidenschaftliche Hundeliebhaber und auch Hundebesitzer. Für sie war es nicht vorstellbar, große Testreihen von Implantaten an Hunden durchzuführen, die bisher als Labortier in der Unfallchirurgie gedient hatten. Auf der Suche nach Ersatz wurde man rasch fündig, denn Schafe waren in Davos und den umliegenden Tälern und Bergen allgegenwärtige Nutztiere. In Interviews mit den Ärzten und Wissenschaftlern nannten sie mir verschiedene Gründe für ihre Wahl. Schafe seien unter biomechanischen Gesichtspunkten enger mit den Menschen verwandt als Hunde, weil sie trotz der unterschiedlichen Knochenstruktur ein ähnliches Gewicht und ähnliche biomechanische Strukturen haben wie Menschen. Die Ergebnisse der Versuche seien daher leichter zu übertragen. Schafe seien billig und anspruchslos im Unterhalt. Zudem gäbe es ein bewährtes landwirtschaftliches Wissen über Schafshaltung. Der wichtigste Grund war aber wiederum ein emotionaler. Schafe seien menschenferne Tiere. Sie seien an Beziehungen zu Menschen nicht interessiert und würden sich als Herdentiere lieber miteinander beschäftigen. Die Überführung der Schafe aus einer landwirtschaftlichen in eine wissensproduzierende Ökonomie erwies sich dann aber doch als wesentlich aufwendiger als angenommen. Anders gesagt, gestaltete es sich als schwierig, aus Fleisch- und Wollschafen Knochenschafe zu machen. Zunächst wurden nur wenige Tiere für Versuche gebraucht. Sie wurden bei lokalen Schafzüchtern und Bauern ausgeliehen und nur für die Operationen ins Forschungsinstitut transportiert, das damals noch in einer alten Villa im Stadtzentrum von Davos untergebracht war. Die Schafe lebten also weiterhin in der landwirtschaftlichen Ökonomie und waren Teil des alpinen Pastoralismus, bei dem Schafe im Sommer auf die Almen gebracht wurde. Die Ärzte mussten für Kontrollröntgenuntersuchungen in die Berge fahren und die entsprechenden Tiere suchen, um sie ins Tal zu transportieren. Das Klettern der Tiere in den Bergen wurde als Belastungstest für die Implantate verstanden. Nach einigen Jahren mietete man zunächst alte Schafsställe am Stadtrand von Davos. Ein Landwirt wurde als Cheftierpfleger eingestellt. Von ihm stammte die Idee, einen eigenen Schafstall für das Forschungsinstitut zu bauen. Das erste Tierhaus, das Anfang der 1970er Jahre fertiggestellt wurde, verkörperte das gemeinsame Wissen von Landwirtschaft und schafschirurgischer Forschung. Denn es hatte sich herausgestellt, dass man zwar viel über Schafe als Nutztiere wusste, aber niemals zuvor waren Schafe mehrstündigen Operationen unterzogen worden. Niemand wusste, wie Schafe anästhesiert werden konnten, wie Wiederkäuer Narkotika verarbeiteten, wie man sie intubiert und beatmet, auf welche Weise man bewusstlose Schafe transportiert oder ihr Wohlbefinden nach den Operationen kontrolliert. Menschenferne erwies sich nicht als tragfähige Säule chirurgischer Forschung. Man musste sich gegenseitig kennenlernen und der Stall war Ausdruck dieser neuen Mensch-Schafs-Beziehung. So wurden beispielsweise die Netze und Aufhängungen, die ich bei meinem ersten Besuch gesehen hatte, entwickelt, um die operierten Beine der Schafe zu entlasten. Gleichzeitig ist das Stehen im Stall nicht einfach nur schäfisches Abhängen in einer gewohnten Umgebung, sondern Forschungsarbeit, die sorgfältig gemessen und überwacht wird. Die Einrichtungen des Stalls ermöglichen zudem den zentralen Vorgang, der notwendiger Bestandteil der Knochenschafsherdung ist. Ich nenne ihn Entherdung. Durch diesen Prozess, der meist 3 bis 4 Wochen dauert, werden die Schafe langsam an ihre neue Existenz als Individuen, als Nicht-Hirdensubjekte gewöhnt. Dies geschieht durch Fütterungstechniken, die individuelle Betreuung durch einen Tierpfleger und besondere Aufstallungen, die es gestatten, die Schafe zunächst in Gruppen zu halten, die dann immer kleiner werden. Je mehr die Schafe sich an die Menschen gewöhnen, bis sie in Einzelboxen gehalten werden können. Menschenferne und schäfische Nähe zueinander kehren sich dann um. Ruhe zieht ein in den Schafstall und Radiomusik statt lautem Geblöke. Interessierte Blicke zwischen den Arten sind dann möglich.
wenn diese zu intensiv werden, wenn die Schafe plötzlich nicht mehr nur Nummern tragen, sondern Namen, wurde erneut eine Grenze überschritten. Neue Anordnungen sind dann nötig. Tutsch, Miriam und Emma gehen der Forschung verloren. Als Leittiere kehren sie in einen Schafstall in den Bergen zurück. Sie werden alt, sagen die Tierpfleger. Sie sterben nicht an unserem Hunger und auch nicht an unserem Wissensdurst. Für die meisten Schafe gilt das nicht. Ihre Zahl wächst ständig. Mittlerweile ist das Forschungsinstitut den Schafen an den Stadtrand von Davos gefolgt. Neben dem Neubau entsteht auch ein neuer Stall. Die Operationssäle werden dorthin verlegt werden. Der Stall in den Bergen dient fast nur noch der Zucht und Vorratshaltung von späteren Versuchstieren und ist damit Teil eines professionellen Herdenmanagements in der biomedizinischen Forschung. Ställe sind komplexe und hybride Orte. Wenn wir sie nicht nur als fertige Einrichtungen ansehen, in denen lediglich einige Tiere untergebracht sind, sondern als Materialisierungen gesellschaftlicher Praktiken, dann sind sie zentrale Orte biomedizinischer Forschung, an denen neue Beziehungen, Verwandtschaften, aber auch Distanzen produziert werden. Ställe sind Teil kollektiver Wunschmaschinen, die es unter anderem möglich machen, dass uns schäfisches Wissen ein Stück Schafsleben in die Knochen fährt, wenn wir aus dem Gleichgewicht geraten, wenn wir stolpern und dann fallen. Irgendwie klappt das nicht, aber vielleicht sehen wir uns ja auch so. mir geht es darum, von Ihnen eine kurze Rückmeldung zu bekommen auf diesen Text und auf die Bilder und wie das auf Sie gewirkt hat. Oder haben Sie irgendwelche Fragen zu den Bildern? Ist da alles erklärt? Also einfach als kurzes Feedback, ich fand es überraschend gut mit Bildern. Die Bild-Text-Kombinationen in Präsentationen haben schwierig, gerade wenn die sozusagen als erstes mal so losgelöst sind. Fand es schön, dass sie sich wiederholt hat, weil dann sozusagen das, die Fokussierung auf bestimmte neue Dinge, die dann in ihrem Text kamen, möglich war. Also dann kam auf einmal die Flure, die vorher so eine Irritation waren und dann die Erklärung bekommen haben sozusagen. Diese dichte Beschreibung passte dann sehr gut zu den Bildern. Das war jetzt so kurz. Der Beziehung kommen die Bürger sich zum Ausdruck. Und es ist auch irritierend, die wir da. Das sind auch immer dieselben Leute. Das Beides also, da drin ist der Mensch. Also dieser, der Kuschel, der gibt dem scharfen Injektion und der, das ist also, ich weiß gar nicht, ob ich das Injektionsbild da drin hatte, aber einer muss das Schaf halt festhalten und Schafe können sich nicht bewegen, wenn sie auf dem Rücken liegen. Dann sind die außer Gefecht gesetzt und dann kann man ziemlich alles an denen machen. Und da muss aber jemand das Schaf sichern und der hat das dann so festgehalten. Und jemand anders hat dem Schaf eine Injektion gegeben. Aber die Leute, die eben das tun, sind auch diejenigen, die die Schafe dann töten. Ja. Also ja. Nach der Operation.
Ja, ich weiß, ich kenne ja auch den Comic. Das ist ja, ja. Ich meine, vielleicht zeigst du dir nachher nochmal. Das ist der funktioniert dann mit ähnlichen Text. Ja. Und aber die, was hier Fotos sind, ist dann in Zeichnungen überführt. Und Text und Zeichnung bilden wirklich massiv eine Einheit. Und das ist eine ganz andere Wirkung, als was jetzt passiert. Das fand ich spannend. Also der Comic zeigt uns eine Welt, finde ich. Und hier war das viel, also es werden Beziehungen gezeigt, aber es war viel unverbundener. Also ich fand, es ging hier viel stärker um Muster, um Beziehungen, um Verteilungen, um Formen, diese Herdenformen, als ich das im Comic eigentlich fand. Und ich fand auch, vielleicht auch durch deine Stimme, das weiß ich nicht, aber ich fand es, die Brüche auch noch aufregender, also zwischen diesen warm und kalt, care und kill, irgendwie fand ich es ja, spannender so in der Form. Was sind das hier für ein Geknister? Ja, ich habe auch schon den Comic gelesen und ich hatte merkwürdigerweise beim Text immer wieder die Bilder vom Comic im Kopf und gar nicht so doll. Ich konnte gar nicht auf die Bilder gucken, weil die von alleine immer wieder kamen. Und fand es auch interessant, so als Gegenkontrast, weil ich finde, der Comic hat so sehr so ein Gefühl vermittelt, wie sich das anfühlt, da vor Ort zu sein und irgendwie ins Feld reinzukommen. Und hier hatte ich mehr auch so abstraktere Assoziationen, wenn es dann halt um die Wandlung der Schafe ging in Wissensproduktionsknochenschafe und dann halt man das Schaf gesehen hat, das irgendwie halt fertig gemacht wurde für Versuche, dann war das halt mehr so eine abstrakte Verbindung. Im Comic war das sehr emotional, das fand ich sehr schön, so als Ansatz in so ein Feld einzusteigen. Weißt du mal, was das ist, dieses Knistern? Also was bedroht ist. Ich habe nur das Licht heller gemacht. Ja, okay. Ich hatte bei diesem Projekt, also das habe ich ja teilweise schon beschrieben jetzt in diesem Text, ich hatte ein erhebliches Problem, eigentlich Quellen zu finden, die historisch relevant sind, also die Historiker jetzt erstmal als Quellen auch akzeptieren. Ja? Und es gab mal zwei Sorten, die ich gefunden habe. Das war einmal in diesen Jahresberichten des Forschungsinstituts stand immer eine Zahl. Ich habe die Zahl sogar vergessen. Und das war immer die Zahl, die sie für Futter ausgegeben hatten. Und das stand nichts über die Tiere da drin. Ja. Und dann kann man natürlich die Publikationen aus dem Forschungsinstitut angucken. Und da tauchen die Schafe immer unter Material and Methods auf, ja, als Wort. So eine Gruppe von Schafen und manchmal auch die Graphen und Zahlen, die sie produziert haben, also mit ihrer Arbeit im Stall. Und ich wollte aber eben nicht die Geschichte des Wissens schreiben, sondern die Geschichte, wie Wissen gemacht wird. So. Und das fand ich erheblich anstrengend oder schwierig, überhaupt was zu finden. Und das war eigentlich der Grund, warum ich angefangen bin, ethnografisch zu arbeiten. Also, und das hängt auch mit einer Form von Disziplinierung zusammen, denn als ich dann ethnografisch angefangen bin zu arbeiten, war plötzlich klar, dass es eben doch sehr, sehr viele Dinge über Schafe gibt. Nur nicht in der Medizin oder in der Medizingeschichte. Und da, wo wir immer gucken, oder in der Chirurgiegeschichte, wo ich dann hätte klassischerweise gucken müssen, auch in der Veterinärmedizin gab es nichts zu Schafen, weil die wenig als Haustiere gehalten, also die werden als Nutztiere gehalten, aber die werden nicht operiert, weil die dann getötet werden. Wenn die also unter landwirtschaftlichen Bedingungen verunfallen oder so, dann bringt man die halt um, weil sich das nicht lohnt. Also es gab praktisch kein Wissen dazu. Und ich hatte ein erhebliches Problem überhaupt, das, was ich machen wollte, also diese Geschichte, wie die dazu kommen, verwandelt zu werden in Labortiere, davon die Geschichte aufzuschreiben. Das war relativ schwierig. Und, mir ist es eben erst gelungen, nachdem ich angefangen war, dann zu diesen Tierzüchtern zu gehen und in die Schafstelle reinzugehen und
Es gibt sehr viele Tierzüchter, Schafzüchter um Davos herum und fast alle produzieren für diesen Stall. Also weil es sich das irgendwie finanziell für die besser lohnt. Und ich bin halt, gleichzeitig gibt es eben um Davos herum eine Landkonzentration, weil die Bauernhöfe umstellen auf eine andere Form von Landwirtschaft, die man hier in Deutschland schon längere Zeit hat. Also die stellen um auf so milchintensive Turbokühe. Und diese Kühe, die können nicht mehr laufen. Die stehen nur im Stall und werden wie so Maschinen gemolken. Und die können eben diese Räume nicht mehr wahrnehmen, die sie sonst benutzt haben. Die können keinen Almaufstieg mehr machen. Die können nicht mehr, die kommen kaum aus dem Stall raus. Ja? Und das heißt, die Almen sind frei. Und es gibt ganz viele freie Räume. Und da kommen jetzt immer die Schafe hin. Also das Institut hat verschiedene Forschungsherden und Projektherden. Und die Schafe tummeln sich sozusagen auf allen möglichen auf 1500 Meter auf dieser Mainsers-Ebene. Also es ist in der Schweiz immer alles so sortiert nach Jahreszeit und dann nach Höhen, ja? Also wo jeweils die Schafe dann hinkommen. Die Schafe füllen sozusagen diesen Raum aus, den die Kühe hinterlassen oder ihn frei lassen, weil die nicht mehr nach oben kommen oder nur noch nicht mehr so viele. Jedenfalls haben die Schafe mehr Platz, sich da auszubreiten. Und ich bin eben angefangen, mir diesen Zyklus anzugucken, also wie die Schafe geboren werden im Frühjahr und dann im Sommer kommen sie auf diese unterschiedlichen Almen und dann kommen sie eben auch wieder zurück in diesen Forschungsstall. Und darüber, dass ich sozusagen, das ist jetzt sicherlich keine klassische Ethnographie oder wenn ich das anthropologisch unterbringen würde, hätte ich da wahrscheinlich große Probleme. Aber ich wusste dadurch immer, in was für Quellen ich reingucken musste, sozusagen. Also in den Kleintierzüchter zum Beispiel. Es gibt ganz interessante Zahlen, ich finde die interessant, ja. Also in den 30er Jahren, wie die angefangen sind, wissenschaftliche Ställe zu bauen zum Beispiel. Und was unter einem wissenschaftlichen Stall verstanden wird. Das habe ich früher alles gar nicht gefunden. Das stand zwar in diesem Stall sozusagen rum, das ist nämlich eine Idee gewesen von diesem ersten Landwirt, den dieses Forschungsinstitut eingestellt hat. Und der erste Landwirt war sozusagen auch derjenige, der diesen Schafstall dann mitgebaut hat. Dieses Wissen ist so gemischt, und das würde ich niemals erfahren haben, wenn ich immer nur rumgesucht hätte in der Veterinärmedizin, in der Geschichte der Veterinärmedizin, in der Geschichte der Chirurgie oder der Unfallchirurgie, wäre ich da nicht drauf gekommen. Und dieser Versuch, das zu verstehen und heutzutage das sozusagen einfach mit abzugehen und dann darüber zu wissen, woher die Leute eigentlich ihr Wissen beziehen, was sie da einbringen und das dann miteinander verbunden wird und nochmal was Eigenes bildet, das war eigentlich so der Hintergrund meiner ethnografischen Studien da oder dieser ethnografischen Elemente in dem Projekt. Ja. Und dabei hat sich dann aber ein anderes Problem ergeben, weil ich bin eben viel mit diesen Tieren rumgelaufen und manchmal auch mit diesem Chef also der Chef der Tierpfleger aus dem Forschungsinstitut, der auch gleichzeitig Züchter ist. Und dann hatte ich noch einen Freund bei mir, der zufälligerweise auch in der Schweiz war und wir haben das Ganze dann fotografiert. Also meistens hat Axel fotografiert und ich bin mit den Tieren rumgelaufen oder habe mit dem Schäfern gesprochen und auf den Almen rumgelaufen. Und bei mir war das dann eben so, dass ich nach einer Weile extrem viele Bilder hatte. Und die Bilder hatten so eine eigene Kraft, die Bilder haben eine eigene Geschichte erzählt. Und ich wusste nicht, wie ich die in einem wissenschaftlichen Artikel so zur Geltung bringen konnte, dass die ihre Geschichte auch erzählen können. Und dann bin ich eben angefangen, das zu machen, was hier auch mal ein Versuch war. Ich habe also die Bilder und den Text, den ich dazu geschrieben hatte, wie so eine Ton- und eine Bildspur parallel laufen lassen. Und dann,
Deshalb habe ich hier auch nochmal gefragt, war meine überraschende Feststellung, jedes Mal, wenn ich das gemacht hatte, dann haben die Leute mir keine Fragen mehr gestellt. Also manchmal totale Stille im Raum und ich hatte immer gedacht, hier gibt es jetzt Fragen zu den Bildern oder zu der Geschichte, die ich erzähle. Und dann habe ich immer noch gesagt, ich war irgendwie nicht in der Lage, mich zu fragen, was eigentlich... und ich, deshalb habe ich eben auch gefragt, aber es kam ja durchaus Rückmeldungen. Und ich habe also diese Erfahrung dann gemacht, wenn ich das so vortrage, dass dann oft die Leute, weiß ich nicht, was das genau ist, also hat mir auch keiner erzählen können. Ich habe das, glaube ich, 4 Mal gemacht und fast nie hat irgendjemand eine Frage anschließend gestellt. Und, und ein anderer Grund, warum ich, also ich wollte die Bilder halt auch irgendwie anders publizieren und daraus, also aus dieser Idee der Präsentation ist dann dieser Comic gekommen. Und offenkundig ist der hier verbreitet, sonst kennt den keiner, glaube ich. Du hast ihn in deinem Seminar liegen lassen, oder wie? Okay, dann waren hier die meisten Bilder. Also das war dann eben nochmal ein Versuch, diese Art der Präsentation anders ineinander zu fügen und Text- und Bildverhältnisse umzudrehen im Vergleich zu dem, was man sonst in der Wissenschaft schreibt. Ja. Und deshalb ist dann diese Art Comic, ich weiß gar nicht, ob das einer ist, jedenfalls der Versuch. Eine Bildergeschichte oder ein Cartoon oder was auch immer, ja. Also der Versuch, Text und Bild anders aufeinander zu beziehen oder anders anzuordnen. Und die meiste Arbeit, die wir da in dem Comic, also die ich in dem Comic hatte, war dann eben, wie diese Panels, wie diese Seiten sozusagen gestaltet werden sollen. Also wie man diese Sachen miteinander verbindet. Das ist sicherlich auch nochmal anders. Ansonsten haben wir versucht, in diesem Comic eben genau diese Bilder auch zu verwenden. Also, und die Bilder als Grund, diese Fotos als Grundlage zu nehmen und daraus dann zeichnerisch was anderes zu entwickeln und die Worte dazu mit einzuspannen. Gut. Ja, ich habe eine Frage dazu. Also, was zunächst sehr explizit fand, ich fand es auch interessant und anregend, aber in welchem Verhältnis diese Darbietungsform oder der quasi der kommunikative Art oder wie das jetzt rüberkommt zu uns, sozusagen, welchem Verhältnis das steht zu deinem Kenntnisprozess. Also, das ist sozusagen die Annahme, dass diejenigen, die es dann sehen, sozusagen was Ähnliches erfahren durch diese Teilnahme in den Bildern, oder ist diese Transformation, die dann schon passiert ist mit dem Material, also mit welcher Ebene sozusagen? Das kann ich mir auch vorstellen, dass es deswegen auch nicht ganz einfach ist, dazu Fragen zu stellen, weil man hat ja sozusagen, man kriegt quasi 3 Ebenen automatisch angeboten. Ne? Mhm. Also so eine ästhetische Textebene, eine ästhetische Bildebene und dann die Ebene sozusagen dieser kognitiven Konstruktion dahinter. Mhm. Vielleicht sogar noch eine eigene, die man sich jetzt da vorne macht. Und dann ist die Frage, über welche sozusagen möchtest du kommunizieren, ja, und über welche möchte der Rezipient oder die Rezipientin kommunizieren und wo treffen die sich? Und ich habe da jetzt also eine Frage draus gemacht sozusagen. Also ist es sozusagen Teil des Programms, dass du sagst, ich kläre das extra nicht. Und dann sehen wir, wo wir uns treffen sozusagen, auf welcher Ebene oder. Also ich habe meistens eben keine Fragen formuliert anschließend, sondern nur nach einer Weile des Schweigens gesagt, ob es denn Fragen gäbe. Und ich glaube, dass mir ist schon klar, dass da ganz viele Ebenen drin sind. Und ich hatte gedacht, ich habe wenigstens eine. Reicht ja, um eine Frage zu stellen. Und ich glaube, wenn ich das nicht kennen würde, dann würde ich zu diesen Bildern mehr wissen wollen. Ja, weil da sind ja auch bestimmte Sachen nicht zu sehen, die ich mir vielleicht im Kopf vorstelle. Und das Ganze ist ja ein bisschen angelegt wie ein Film und das läuft ja immer über Imagination. Also irgendwann mal hat mir jemand da gesagt, ich dachte, da kommt jetzt eine Schlachtszene oder irgendwie sowas. Ja, oder irgendwas Gruseliges, so dass man da immer mit kämpft. Und es war vielleicht auch so ein, so. Also das hat der mir nach der Veranstaltung gesagt, also gar nicht während drin. Vielleicht
sind das auch so Fantasien, die das dann nicht zulassen, dass das überhaupt in einem wissenschaftlichen Rahmen besprochen wird? Das weiß ich ja nicht, ja. Aber ich glaube schon, dass ich ein Interesse daran hatte, genau das zu hören. Weil das auch etwas ist, was mich total beschäftigt hat. Darf ich noch fragen, vor welchem Publikum das gezeigt wurde? War das durchweg akademisches? Ja, oder, das war oder auch. Ja. Also in ganz unterschiedlichen, so die einzigen, die dann nach einer Weile sehr, sehr negativ reagiert haben, waren meine historischen Kollegen. Ich fand das alles schwer nicht quälen und nicht so. Fand sie gar nicht gut. Und diese Räume da so ganz kalt fotografiert. Und das ist ja alles völlig subjektiv. Und das fand sie gar nicht gut. Also das war aber dann eher nachher. Also das haben sie dann auch nicht so formulieren können, direkt nach dem. Kam dann nicht die Frage von den Historikern, wie das Ganze auf die Erkenntnisebene sozusagen transferiert wird? Weil die steckt ja auch so ein bisschen bei dir jetzt drin mit deiner. Nee, also das waren jetzt, ich muss nochmal unterscheiden, ich treibe mich ja immer bei den Wissenschaftshistorikern rum und die sind schon gewohnt, auch so mit Konzepten zu denken oder so, aber so richtige deutsche Historiker, die sammeln Quellen und dann erzählen sie die irgendwie nach so Forschungs-, also schon innerhalb des Forschungsstands und es gibt dann nicht nur einfach eine Nacherzählung, sondern man folgt dann auch bestimmten Ideen, die oder eine These, aber das fanden die alles heftig, also weil du machst deine Quellen selber, hat dann einer zu mir gesagt nachher, du machst deine Quellen, das kann gar nicht sein, ja. So, aber ich habe nicht von allen so ein Feedback bekommen, ja. Also wie gesagt, einer hat nach so einer wissenschaftlichen Konferenz bei den Wissenschaftshistorikern, das war aber jemand in den USA, der hat dann gesagt, ja, er hat immer Angst gehabt, dass da irgendwie Schnippel erlebt hat. Oder wenn so in seiner Stachel gewesen, hätte er gar nichts sagen können. Ich wollte jetzt noch mal fragen zu den Quellen. Irgendwie erstaunt mich das, dass es da gibt es keine Quellen. Also es gibt tausende von Quellen zu Schafen. Sie sind überall, ja. Aber also jetzt in dem AO-Institut muss es ja irgendeine Form von Dokumentation eigentlich geben, die also diese Experimente in irgendeiner Form als vielleicht keine interessanten Quellen, aber irgendwas muss es doch geben, oder? Also ja, die sind nicht in diesem Archiv, das sie mir dann gezeigt haben. Also dazu muss man auch wissen, dass dann diese Sperre wieder zurück in diese Medizin, ja. Also das ist ein medizinisches Institut, die arbeiten immer noch medizinisch und ich kam dann und sagte, ich möchte gerne ihr Archiv sehen. Die haben das gar nicht verstanden, was ist das, haben sie denn gesagt. Und jemand hatte mir aber in Zürich gesagt, dass es das gibt in Davos, dieses Archiv. Und das hieß bei denen Compactus, das wusste ich nicht. Und als ich von jemandem hörte, ich sollte mal nach dem Compactus fragen, da haben sie mir gedacht, ach so, der Compactus ist das Archiv, hat mir dann jemand gesagt. Und das verstehen sie gar nicht. Sie verstehen gar nicht, wenn man mit historischen Terminologie kommt und sagt, man möchte das und das gerne sehen. Das haben sie am Anfang gar nicht verstanden. Ja. Was ist im Compactus? Und im Compactus sind zum Beispiel diese ganzen Gründungsverträge, die haben. Die haben so eine, da habe ich jetzt nicht viel drüber geschrieben, die haben eine vollkommen interessante Form von Forschung erfunden. Die haben sicherlich auch die chirurgische Forschung total revolutioniert. Das waren 13 Chirurgen, die diesen Verein gegründet haben in den Schweizer Bergen. Da war kein einziger ein Universitätschirurg von. Und die sind angefangen, diese Art von Knochenchirurgie zu machen, das heißt mit standardisierten Instrumenten und operativ. Und sonst wurde man eben ins Bett gelegt für 6 oder 8 Wochen, je nachdem, was man für einen Bruch hatte. Dann kamen noch Gewichte und Gips und wenn man Glück hatte, wuchs der Knochen dann wieder so zusammen, dass man damit laufen konnte. Aber oft klappte das nicht. Und diese Art von Chirurgie war sehr, sehr umstritten. Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre hat man das eben abgelehnt, unter anderem, weil die Universitätschirurgen behauptet haben, dass durch die Schrauben, die in die Knochen kommen, der Knochen abstirbt. Der wird dann nekrotisch, wird nicht mehr, der wird abgehängt von der Sauerstoffversorgung und dann
zerbröckelt der Knochen und dann geht's, ist es noch viel schlimmer. Und die wollten halt beweisen, dass es eine andere Form von Knochenheilung gibt. Also dass dieser Heilungsprozess am Knochen anders abläuft. Und dann sind sie eben angefangen mit Hunden zu forschen, um das zu beweisen. Also dass, wenn man den richtigen Druck ausübt und diese Klappen richtig einfügt, dann, dass das sogar ein Reiz ist zur Knochenheilung und dass das eben viel schneller geht und dass es deshalb lohnenswert ist, diese Art von Chirurgie zu betreiben. Und diese ganzen Anfänge von denen in 50er Jahren, wie die sich getroffen haben, wie die ihre Instrumente gemacht haben, dann, wie sie, als sie ihre Instrumente hatten, haben die Verträge gemacht mit Instrumentenmachern und sie haben entschieden, dass sie selber kein Geld verdienen mit diesen Verkäufen. Und dieses Geld, sie sind total, werden die sehr, sehr schwer reich geworden, haben sie in dieses Institut gesteckt. Die haben sich ihr eigenes in den Bergen gelegenes Forschungsinstitut damit gebaut und finanziert. Und diese ganzen Forschungssachen von denen und was sie mit Menschen angestellt haben, ohne je irgendwelche Tierversuche gemacht zu haben, das ist alles in dem Kompaktus. Was man dann aber in den Datenbanken findet von dieser Postdoc zum Beispiel, das sind die, diese ganzen Regulationen, die dann ab den 70er Jahren sozusagen mit den Schafen ankamen, was völlig recht. Also da in diesen Regulationen sind diese Schafe dann eben diese einzelnen Forschungsobjekte und wir haben Zahlen und du kannst sie dann tracen, du kannst sie dann herausfinden, was mit denen passiert ist, an welchem Tag was mit denen gemacht worden ist. Die Schweiz hat eines der fortschrittlichsten Tierschutzgesetzgebungen, soweit ich weiß. Und das ist alles sehr schön, kann man das nachvollziehen. Was man nicht wirklich nachvollziehen kann, ist eben halt diese Geschichte, wie diese Schafe dazu geworden sind. Ja? Also man hat immer diese Zahlen, die Zahlen, die sie produzieren oder die Zahlen, die sie sind in diesen, oder diese Codes, wie sie sind in diesen Versuchen. Aber ich wollte ja genau gucken, wie das eigentlich gemacht wird. Und mich hat total überrascht daran, dieser ganze Affekt, der dahinter ist. Also der einzige Grund, ich habe ja von diesem Chirurg, der das dann durchgesetzt hat, dass es diese Schafe gab, der wollte niemals im Leben einen Hund umbringen. Das geht gar nicht. Ja? Also jedenfalls nicht, um Wissen zu produzieren. Ja? Und der war immer noch vollkommen davon überzeugt, dass das mit den Schafen, das brachte es eben. Ja? Also weil die sind nicht interessiert an allem, die sind irgendwie immer mit sich beschäftigt. Und so fängt mein Text ja auch an. Also ich war eben noch nie in einer Schafsherde drin. Und dann hat mich eben dieser eine Züchter, der hat mich dann mitgenommen in so einen Schafstall. Und da bin ich das erste Mal da reingelaufen. Und dann habe ich ja gesehen, was die machen. Die versuchen wirklich wegzukommen. Ja? Es ist wie so ein weißes Bad, das um einen spült, aber Hauptsache, sie berühren dich nicht. Und das ist, glaube ich, genau das, was der gemeint hat mit Menschenfern. Ja? Bloß nicht hier. Und das Paradox ist aber, um die dazu zu machen, also um die wirklich zu Versuchstieren zu machen, müssen sie genau diese Menschenferne brechen. Das ist das Paradox. Ja? Also sie müssen sie kennenlernen. Ohne das können sie keine korrekte Forschung machen. Ethisch nicht, epistemologisch funktioniert das nicht. Sie müssen genau das, was, sie aus, also was das Auswahlkriterium war, müssen sie durchbrechen. Sie müssen eine Beziehung mit den Schafen eingehen. So. Ja, das war jetzt also für mich ein extrem hilfreiches Statement. Mhm. Ja. Weil es hat so ganz viele Möglichkeiten sortiert, sozusagen, wie man das erforschen könnte. So eine Geschichte dieser Männer, die da arbeiten und diese Bündelei und die Techno-Dispositive da entwerfen, ja. Und dieses Werkzeug dafür und gleichzeitig sich diese Wochenend-Ausflugsziele, wo sie in Zürich oder wo sie sonst wohnen und Basel wahrscheinlich da hinkommen und dann dort arbeiten und sich treffen und so. Also das ist sozusagen das eine für Historiker sicher problemlos anschließbar. Das andere, diese mit den Zahlen und diesen Schafen wirklich nachzugehen, wie sie als wissenschaftliche Objekte konstruiert werden. Ne? Mhm. Eben das, was du so ein bisschen angeklagt hast, sozusagen. Es gibt natürlich diese Protokolle, diese Schafen, wie die wirklich jetzt sozusagen konstituiert werden. Oder sowas. Aber das interessiert dich auch nicht, sondern das interessiert im Grunde das Dritte, nämlich so diese schon empathisch, narrativ irgendwie an diese Schafhaftigkeit sich heranzutasten. Wir hatten ja neulich auf mich die Dog, Thinking Like a Dog hatten wir, aber Bettina von Hofen. Genau, irgendwie, genau.
think of establishing yourself as a sheep? Irgendwie sonst was oder irgendwie dann mit diesen Abständen und sowas. Also dann ist natürlich für mich die Frage weiter als Verbot der Wissenschaft, was spezifisch kriegt man da jetzt raus. Also zum Schluss ist ja ganz stark auf die Schaf-Hund-Differenz quasi appliziert. Also, gerade was ich gesagt habe, ja. Also kriegst du ein. Also es gibt eben, es ist wieder Multispecies, also es gibt wohl eine Beziehung zwischen den Schafen und den Hunden, in dem Falle, dass die Hunde sozusagen keine Versuchstiere mehr waren und dann sozusagen so Platten- oder Schraubenhunde wurden, weil zur gleichen Zeit wurde in der AU, in diesem Forschungsinstitut, so eine Branche gegründet, wo Veterinäre angefangen sind, Hunde zu therapieren, wenn die einen gebrochenen Knochen hatten. Ja? Also die Hunde kamen aus diesem Objektstatus raus und wurden Subjekte und wurden Patienten. Und zur gleichen Zeit brauchten sie eben neue Tiere und die durften nicht zu klein sein, weil das musste vergleichbar sein, sondern Mäusen konnte man das alles nicht haben. Und die Schafe liefen da halt überall rum in der Russ und dann haben sie halt die ausgefunden. Und gleichzeitig gibt es eben, also es gibt eine Verbindung zwischen diesen Hunden und es gibt aber auch diese Verbindung mit den Kühen, dass du also die Schafe da so überall hintreiben kannst, weil die Kühe eben verschwinden aus dieser Landwirtschaft, die verändert sich total, diese ganze Landschaft der Almen und der Almenbewirtschaftung verändert sich. Und deshalb gibt es immer mehr Platz für diese Forschungsherden. Also es gibt eben nicht nur eine Beziehung zwischen den Menschen und den Schafen, sondern auch zwischen anderen Nutztieren und den Schafen. Und dass die Schafe zum Beispiel, sagt mir die Züchter da, dass sich das eigentlich gar nicht mehr lohnt, außer für das Forschungsinstitut zu züchten. Ökonomisch. Aber das macht ihr nicht. Du machst ja weder jetzt sozusagen das Mapping von diesen beiden, die sich verändert haben, noch irgendwie. Ach, das habe ich auch gemacht. Achso, okay. Ach. Aber hier nicht. So, weil hier hast du jetzt eher stark jetzt diesen Aspekt, genau, da, also wie du in dieser Schafherde stehst oder mit denen da so rumagierst und sowas. Also. Genau. Also ich habe da auch andere Artikel drüber geschrieben. Da geht es genau um diese Geschichte zwischen den Hunden und den Schafen und der Veterinärzweig der AU. Und mich interessieren auch epistemische Fragen, also wie aus diesen Schafen denn Wissensobjekte werden. Aber ich fand, zu beidem gibt es was. Und das in der Mitte, das ist nicht gut erforscht. Und das hat mich aber interessiert. Und gleichzeitig hatte ich diese Flut von Bildern. Ich wusste nicht, was ich mit den Bildern vernünftig machen kann, also in meinem Fall, was ich dachte vernünftig. Eben, was ich in den anderen Artikeln immer so ein Bild so illustrierend dazugenommen hatte, das fand ich, wollte ich nicht machen. Und das war eben die Idee, das anders zu machen. Also so auch da was zu suchen, sozusagen für diesen Zwischenraum. Ja. Und natürlich passt das ganz gut. Also ich habe jetzt auch noch so einen ganz schwer theoretischen Teil, wo es nämlich um diese neue Materialitätsforschung geht oder um Ontologien in STS, ja, also wo man eben sagen kann, diese Schafe, diese verschiedenen Schafsversionen, inwiefern teilen die sich überhaupt eine Materialität oder sind es völlig unterschiedliche Schafe, wie hängen die zusammen, was kann man überhaupt sagen, was ein Schaf ist und dass man dann sozusagen immer auf die Praktiken gucken muss. Also man kann nicht einfach sagen, das ist ein Schaf, sondern muss eben, deshalb heißen die auch Knochenschafe oder Wollschafe oder Fleischschafe oder Wissensschafe, wie auch immer. Also man muss eben gucken, wie diese Schafe getan werden, also wie die praktiziert werden. Dann weiß man eigentlich, was ein Schaf ist. Und da hatte ich jetzt noch so einen Abschnitt zu, aber ich glaube nicht, dass man den lesen muss. Also der ist dann sehr, sehr mit diesem ganzen, ich weiß nicht inwiefern das hier diskutiert worden ist von Annemarie Mohl, diese ontologischen Politiken zum Beispiel. Weil es ist nicht klar, Schaf ist einfach, also es gibt eine gewisse Freiheit. Ja? Also was macht man jetzt mit dem Schaf, wenn man da jetzt Wolle raushaben will oder Wissen? Oder ob man das verzieren will, das war eben so, ich hatte ein
Also ich würde das sehr gerne noch hören. Und ich würde dich auch gerne bitten, dann nochmal zu formulieren, was deine Intention mit dieser Forschung ist. Ach so. Also ich habe gar nicht... Ich hatte das als Bild genommen von dem Dr. Doolittle. Ich weiß nicht, wer das mal gelesen hat. Das ist das Stoß mich zielig oder das Pushing Pull You. Ich weiß nicht, wer diese Geschichte kennt. Das ist eben, Dr. Doolittle muss ja nach Afrika flüchten und er hat einen ganzen Schar Haustiere und die ziehen dann mit ihm. Und in Afrika trifft er dann eben dieses Push-Me-Pull-You, das seltenste Tier des afrikanischen Dschungels. Ein antilopenartiges Tier, das anstelle eines Schwanzes zwei Köpfe trägt und damit nicht über ein eindeutiges Hinten und Vorn, ein Anfang oder ein Ende. Und während der Doktor dann voller Erstaunen ausruft, was in aller Welt ist denn das, diskutieren dann seine Tiere, wie sich das Stoßmichzielig überhaupt entscheiden kann, wie es sich im Alltag verhält, auf welche Weise die Köpfe miteinander diskutieren, um sich zu entscheiden, ob geschlafen, gegessen, geredet, geschwiegen oder die Flucht ergriffen wird und wenn letzteres, wie schnell man überhaupt die Richtung festlegen kann, in die man laufen möchte. Und für mich ist eben dieses Stoßmichzielig so eine Inkarnation von der Uneindeutigkeit und vom Konfliktpotenzial von Materie. Ja. Also man kann Schafe eben in unterschiedliche Richtungen ziehen, wahrscheinlich auch in mehr als in zwei. Also das ist jetzt nur einfach ein Bild dafür, dass Materie nicht eindeutig ist, ja, und nicht einfach da. Und ich denke, die Interventionen von Mohl und Law und AMT sind eben, die gehen ja dahin, möglichst gewitzt Überzeugungen, lange Überzeugungen der westlichen Philosophie zu hinterfragen. Und ich denke, mit dem Ontologiebegriff, den die haben, und dem Begriff der ontologischen Politik, das geht genau in diese Richtung. Also zu sagen, dass Materie nicht einfach da ist, sondern dass sie getan wird, dass sie nie allein ist, dass immer in irgendwelche Praktiken, Prozeduren eingebunden ist und dass wir die Freiheit haben oder die Politik, diese ontologische Politik verfolgen können, was wir tun können. Es sind immer mehrere Versionen möglich. Und niemand zwingt einen dazu, einen Knochenschaf zu produzieren. Und das war jetzt ein Grund zu gucken, warum wird das überhaupt getan? Also die Ketten, die man dann ablaufen müsste, also diese Handlungsketten, von denen Mohl und Law immer reden, das sind dann eben die, die ich eben auch schon vorgestellt habe. Also wo man bis auf die Berge geht und guckt, da gibt es plötzlich Platz für die Schafe oder man guckt in die sich verändernde Tier-Mensch-Beziehung zu den, dass Hunde zum Beispiel plötzlich nicht mehr wirklich erlaubt sind, emotional erlaubt sind als Forschungsobjekte, sondern dass das eben Companion Species wird oder Pets. Und genau damit, also in diese Ketten herein, bewegt sich diese Schafswerbung von den Knochenschafen. So. Ja, ich hatte noch was über diesen epistemischen Hunger. Ich habe auch einen Aufsatz über Hunger geschrieben und über, weil die Schafe eben, es gibt permanent, wenn man es in diesem Schafstall ist, geht es immer nur darum, wie viel fressen die. Es gibt auch so ganz spezielle Wagen, die hatte ich jetzt nicht da drin. Es gibt auch Laufbänder für die Schafe, also wo die nochmal unter Stress getestet werden. Und das war ein ganz großes Problem, überhaupt herauszufinden, wie man diese Tiere füttern kann, weil die müssen ja, dieses Wissen gab es eben auch nicht in der Landwirtschaft, weil die sonst immer gemästet wurden. Und jetzt dürfen die ja nicht zunehmen, also weil diese Forschungsobjekte müssen immer konstant bleiben. Die müssen mit dem gleichen Gewicht reingehen in ein Projekt, wie sie rausgehen. Ja? Also, und das war relativ schwierig, das überhaupt herauszufinden. Ja. Und gleichzeitig der Typ, der das für die AO gemacht hatte, der hatte dann eben dieses Zitat, war das auch im Comic? Also der hat mir das gesagt in einem Interview, ich rechtfertige es mal ein bisschen damit, vielleicht für mich und meine Moral, ich sage immer, diese Tiere kämen früher oder später auch für Fleisch auf die Schlachtbank.
heutzutage, wo wir in der westlichen Welt Essen zur Genüge haben, kann man auch ein bisschen rechtfertigen, dass man einen wissenschaftlichen Hunger hat. Und sagt, okay, wir opfern jetzt eine gewisse Anzahl Tiere, um unseren wissenschaftlichen Hunger zu stillen. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was interessant ist bei dieser Geschichte, wie ein Knochen scharf wird. Also welche Art von Hunger muss mit welchem synchronisiert werden? Also, werden also dieses Wiegen der Schafe und dieser ontologische, biologische Hunger der Schafe, das wird eben sehr, sehr genau kontrolliert und die werden dann eben immer, das ist, eigentlich ist diese Knochenschafswerdung nichts anderes als eine Verräumlichung, also die werden eben auseinandergezogen, also erst werden sie in so Gruppen und dann werden sie eben als Individuen gehalten und dann werden sie auch noch ständig umgestellt, das hängt davon ab, wie die Futterraufen mit Futter gefüllt werden und die kommen eben, je nachdem wo sie stehen, bekommen sie weniger Essen und das sind dann eben die, die zu dick geworden waren, die auf der Waage zu viel hatten. Ja. Also diese Art wird, also dieses ganze, dieser Schafskörper wird ständig überwacht und kontrolliert und gemessen während dieser Projekte, weil man sonst keine Aussagen machen kann, wie über dieses Implantat, das die drin haben, dieses Tarnknappen und was da alles ausprobiert wird. Also hier hatte ich so ein paar Hungerformen aufgeführt. Diese Chirurgen wollten eben eigentlich beweisen, dass es eine andere Form von Knochenheilung gibt, als damals bekannt war. Und da gibt es eben diesen Datenhunger, den man heutzutage haben muss, um die Regulationen zu erfüllen. Und dann gibt es eben auch noch diesen Hunger der Schafe. Und die Frage, die sich daraus ergibt, ist dann eben, wie wird das im Alltag gemacht? Also wie werden diese Arten von Ansprüchen und von Hunger synchronisiert? Welche neuen metabolischen Beziehungen entstehen eigentlich? Also welche Intimitäten zwischen Menschen und Tieren entstehen dadurch, dass man eben Tiere anders inkorporieren kann im Körper oder Tierwissen, als zum Beispiel durch den Verzehr? Und das Schaf ist ja auch da an dieser Stelle nochmal gewechselt, also dass man also nicht mehr Schaf unbedingt isst, aber dass man das Wissen inkorporiert, das sie also hergestellt haben. Okay, nochmal zu diesem Hungerform, hattest du nämlich eben auch einen ontologischen Hunger oder habe ich das eben... Ja, doch, genau. Den hatte ich da drunter, aber das, genau, ich glaube, ich habe den auch, das war in Anführungszeichen, ja, ontologischer oder biologischer Hunger. Das ist aus einem anderen Text von mir, wo ich eben über diese Hungerform und über das Füttern, das waren in so besonderen... Das ist für die Schaf, das noch mehr essen möchte. Das ist dadurch das Schaf, das Hunger hat. Oder? Genau, und die müssen einerseits eben ständig Hunger haben, also diese, alle, die mit Schafen zu tun haben, die haben mir gesagt, sobald ein Schaf nicht mehr isst, ist es fast tot. Ja. Also es ist eigentlich alles, was die machen, entweder schlafen sie oder sie essen, sie fressen. Und das heißt, sie müssen konstant immer da dran gehalten werden, aber sie dürfen eben nicht zunehmen und das ist das Trickreiche, also was man denen überhaupt geben darf. Und dann gibt es eben diese Soul-Food-Geschichte, also also dass die eben über diese Melasse-Snickers, haben sie das immer genannt in diesem Institut, die Schafe dann auf ganz bestimmte Menschen eintacken, also dass sie sozusagen ganz bestimmte Beziehungen zu diesen bestimmten Tierpflegern haben, die eben mit diesen Melassewürfeln kommen, sodass die eben kein Interesse mehr haben an den Schaf A und B um sich herum, sondern immer nur auf diesen Menschen gucken. Das ist ja genau das, was ich sage. Also eigentlich sind die Menschen fern und da muss eben jede Menge gemacht werden, damit die das überhaupt aushalten. Darüber hatte ich ja in diesem Text auch beschrieben, dass die also sehr angstbehaftet sind. Also sobald man da reinkommt und die noch in Gruppen sind, ziehen die sich sofort zurück. Und wenn die also es aushalten, alleine zu stehen, dann kann man da durchgehen, dann gucken sie immer ganz interessiert und so. Und das geht aber nur, wenn die wirklich eine Beziehung zum Menschen aufgenommen haben. Und das funktioniert wieder über Essen, also über diese Art von Süßigkeiten, die sie da bekommen.
Ja, also ja, weil also mich hat eben das metabolische Beziehung, mich hat es interessiert, inwiefern wir eben Tiere konsumieren oder auf welche Weise wir das tun. Und wir tun das eben nicht nur über das Essen. Also ich bin gerade in diesem Materialität des Labors Projekt an der ETH und sehe auch nochmal, dass es ein Unterschied ist, ob man sich über Schafe oder über Mäuse Wissen herstellt. Und diese ganzen, also es sind Ströme von Tieren und vom Lebendigen, die da verbraucht werden am Tag. Das ist unglaublich, was ich da sehe. Ja. Und das ist so, für mich ist das eben sehr interessant. Ich habe da auch viel mit Angst zu tun. Auf der Seite der Leute im Labor, die sagen, das darf ich nicht veröffentlichen, ich darf da keine Bilder machen, weil wegen der Tierschützer und so. Und gleichzeitig denke ich eben, wenn ich an diese Tierschützer denke, ob denen so klar ist, wie durchsetzt ihr Alltag ist mit Wissen, das von Tieren produziert worden ist. Also ob das überhaupt so klar ist und ob man die Welt so aufräumen kann. Also man kann noch anfangen, vegan zu sein oder vegetarisch zu leben, aber ob man dann zum Beispiel keine Medikamente mehr nehmen will, die an Tieren nicht ausprobiert sind, oder wie das mit einigen anderen Dingen ist im Alltag, das weiß ich nicht. Und mir ging es eben darum, diesen Inkorporationsbegriff, also dieses Aufnehmen in unsere Körper, zum Beispiel über dieses Wissen, was die Schafe haben, und das dann in unsere Implantate kommt. Niemand hier bekommt eine Schraube in sein Gelenk verpasst, das nicht wohl an irgendein Tier, meistens ein Schaf eben. Das ist eben mittlerweile das Modelltier, und das wird auch in anderen, nicht nur in der Schweiz so gehandhabt, sondern auch in anderen Forschungszentren weltweit, das nicht durch so ein Schaf durchgegangen ist. Und das Schaf hat das getestet, ja. Und wir haben ja gerade dieses Problem mit diesen zurückgezogenen Medikamenten in Indien, also weil nicht klar ist, ob überhaupt die Studien dafür stimmen. Und dann müssen die eben zurückgezogen werden, können wir dann nicht nehmen. Und ich denke, es ging mir einfach um diesen Begriff zu erweitern, ja, nochmal um zu gucken, wie durchmischt das eigentlich ist, die metabolische Beziehung zwischen Menschen und Tieren. Ja? Das geht eben nicht nur über den Magen. Diese Körper, die jetzt sozusagen der Mensch. Der Körper in der Inkorporation ist also dann der Mensch. Ja, das ist der menschliche, aber ich hatte mir natürlich auch schon überlegt, das habe ich jetzt in meinem Text, war das ein bisschen anders, wir geben den Tieren ja auch was zu essen. Also das ist schon auch so eine Wechselwirkung. Ja? Also diese Snickers-Geschichte und was die da alles erfunden haben in der Schweiz, um diese Forschung zu etablieren, das ist schon auch beträchtlich, finde ich. Ja? Also die haben ja eine ganze Schafskultur entwickelt, die es vorher nicht gab. Und diese Tiere, ich meine, man kann darüber streiten, aber die leben wesentlich länger zum Beispiel, als wenn die nicht ins Forschungsinstitut landen würden. Ja? Also ein fünfjähriges Schaf gibt es kaum, ne? Außerhalb der Leit. Also es gibt zumindest Inkorporationen zum Beispiel, die kriegen andere Körper. Das ist, glaube ich, auch so mein, also diese Schafe, die haben einen anderen Körper, wenn die in diesem Forschungsinstitut stehen oder in diesem Landwirtschaftsstall. Ja? Also die werden anders gefüttert, die haben ein anderes Gewicht, die werden anders, die laufen auch anders, einmal dadurch, dass sie in Treadmill, also die müssen immer auf so einem Laufband, ja. Also das ist schon auch speziell, also das, was die Schafe da erleben oder mitmachen, ja, das ist auch schon ungewöhnlich. Für ein Durchschnittsschaf, würde ich sagen, oder für ein Nicht-Knochenschaf. Also wir essen uns natürlich nicht, aber ich denke, man kann diesen Inkorporationsbegriff schon, wenn man den ein bisschen erweitert, kann man das schon
auch sagen, dass es da so eine Gegenbewegung gibt oder so einen Austausch. Ich würde gerne doch nochmal nach den Intentionen fragen. Also manches hast du ja jetzt schon gesagt. Ne? Zum Beispiel eine Intention ist sichtbar machen von diesen anderen Formen von Inkorporierung und Verteilung und damit diese Verflechtung eigentlich zwischen Schafen und Menschen anstellen, wo sie politisch nicht in der Öffentlichkeit steht und auch von den Tierschützern nicht skandalisiert werden. Ne? Dann hattest du die Sache mit dem Hunger. Das habe ich jetzt so erlebt, das ist ja erstmal nur ein Beschreibungsmodus, also was chirurgischer Hunger, Regulationshunger, Datenhunger. Da werden ja Erkenntnisinteressen und Erkenntniswünsche mit dem Hungerbegriff einfach nur gefasst, um dann zu sagen, ontologischer Hunger der Schafe, also dem Schaf auch einen erkenntnistheoretischen Status dazu zu geben. Und das ist ja eine Operation, die du unternimmst. Sage ich jetzt mal, es war eine Interpretation, kann es sicher werden, wenn das falsch ist, eine quasi eine begriffliche und analytische Operation, die du unternimmst, um die Unterscheidung von Anthropos und anderen Gattungen nur ein Stück weit abzuschleifen und stärker die Verbindungen und die Gemeinsamkeiten zu zeigen. Ne? So habe ich das verstanden. Was ich noch nicht verstanden habe, ist, was sagst du den Tierschützern? Also wir haben ja hier in Bremen, ich kenne die auch nicht so, ich bin noch zu neu, die Debatte, eine sehr virulente, immer wieder in alle Richtungen ausschlagende Debatte über Affenforschung an der Universität Bremen und ganz, ganz viele Demonstrationen dagegen und Kontroversen und so. Und da ist ja ein bisschen moralisches Argument gemacht. Ne? Wie verhält sich dein Praxis zu diesen Skandalisierungen von Tierschützern, also deine Business-Praxis. Das ist eine blöde Frage, mich interessiert das einfach. Ja, also erstens habe ich nicht so wahnsinnig viel mit denen zu tun, außer immer indirekt, dass mir alle Leute in der Klinik oder in diesem Forschungsinstitut sagen, ja, aber das geht gar nicht wegen dieser, also ich treffe die immer indirekt, weil die mir immer sagen, das geht jetzt nicht, sie dürfen das jetzt nicht sehen und weil sie könnten das dann denen erzählen oder sie könnten unsere Namen veröffentlichen und schon kriegen wir irgendwelche Briefbomben und an der ETH muss es sowas eben gegeben haben, also dass die dann Morddrohungen bekommen, ja, sobald eben ein Name bekannt ist. Und die Leute in diesem Davoser Institut, die fahren das komplett anders, die machen das vollkommen anders. Die haben eine offene Tür, das habe ich ja beschrieben, also ich bin dann mehr reingestolpert als sonst was. Die setzen auf militante Öffnung oder die machen genau das, also kein Schafszüchter um Davos herum ist nicht mit irgendwie mit diesem Forschungsinstitut liiert. Also, weil ich hatte, glaube ich, keine Bilder davon, die Schafe werden ja einmal im Jahr gewaschen und in der Schweiz auch zweimal. Und die haben eben so ein kantonales Schafsbad. Und das kantonale Schafsbad findet immer Ende April, Anfang Mai statt. Und dann werden eben, aber alle werden dann gebadet. Und diese Vorrichtungen dafür, die hat eben das Forschungsinstitut. Das sind so ganz bestimmte Laufgitter, ja. Und die müssen sich mal alle ausleihen. Und es wird dann eben so, das ist so eine Aktivität, wo die sich ständig mit diesem Forschungsinstitutsrahmen bewegen oder ganz viele züchten für die. Oder was das noch hat, das Forschungsinstitut hat eine eigene Trainingsherde. Also die haben andere Schafsrassen und die werden jeden Mittwoch von allen möglichen Hunden, die noch erzogen werden müssen, also als Hirtenhunde, können die aus allen Tälern kommen und mit diesen Schafen arbeiten. Ja? Die werden von dem Forschungsinstitut bezahlt. Ja? Also es gibt ständig so Versuche, alle, also man kann sich ja nicht raushalten. Also man ist irgendwie ständig involviert. Man kann nicht sagen, die da, die machen aber und ich mache nicht. Also das ist schon sehr geschickt, also diese Art von Öffentlichkeitsarbeit. Und in der ETH erlebe ich das als vollkommen anders. Also da ist wirklich so mehr Angst und man darf das nicht sehen und wir möchten nicht involviert werden und wir versuchen damit vernünftig umzugehen. Und ich war vor zwei Wochen auf einer komplett, also es ist eine neue Mausplattform gebaut worden,
auf diesem einen Laborcampus für 160 Millionen Franken, so ein vier, es ist unbeschreiblich, also wo es 40.000 Pflegeplätze für Mäuse gibt. Und die waren auch so, also da habe ich auch gesagt, ich würde da gerne mal rein. Und da sind das, nein, das geht also unter keinen Umständen. Und schon allein, wenn ich frage, das sorgt für eine derartige Unruhe unter den Leuten. Ja. Und ich habe ihnen dann irgendwann mal gesagt, als Sozialwissenschaftlerin wären das für mich einfach Daten, wenn ich sie fragen würde und sie würden dann so eine Panik kriegen oder so, ja. Also da waren sie jetzt auch ganz entsetzt drüber. Also, ich muss die Mäuse gar nicht sehen, aber ich will mir angucken, was ihr sagt dazu. Ja, schon in dem Moment, wo sie geht gar nicht irgendwie auf den Hubschrauber-Landeplatz gehen, dann in die Arme hoch und nein. Und irgendwie so. Und natürlich, wenn man durch die Labore durchgeht, also die sind überall, die stehen überall rum. Ja, aber ich darf sie dann nicht fotografieren und irgendwie so. Und ich treffe die immer, diese Tierschützer, immer indirekt in dieser Angst, in der Abwehr, in diesen ich selber, ich meine, wie soll ich das sagen? Ich versuche durch solche Texte oder auch die, die ich jetzt noch über das Labor in Zürich schreiben muss, ja, sowas problematisch zu machen. Ja? Also ich glaube nicht, dass man die Welt sortiert kriegt. Ich will keine Medikamente nehmen, die nicht getestet sind. Das, also, oder dann Implantate in meine Knochen bekommen, die nicht zertifiziert sind. Das will ich einfach nicht. Ja, also da muss ich mir aber wirklich einen anderen Lebensstil angewöhnen. Ja? Und das weiß ich nicht. Also ich finde das absolut beklemmend, da zu wissen, diese Mausplattform 40.000, das ist wie ein Strom, wie so ein Wasserhahn, den man aufdreht. Die haben auch riesige Kanäle da mit diesen ganzen, in diesen chemischen Forschungsinstituten, wo die jede Menge Stoff einfach irgendwie aus der Wand kriegen. Ja? Und ich denke immer so, diese Mäuse ist so ähnlich. Ja? Also wenn die bestellt und dann kommen die und das finde ich beklemmend, ja. Also dass das wie so ein Strom ist, der dir einfach das strömt so, ja. Und gleichzeitig verstehe ich auch, dass es das gibt, ja. Also und sehe auch einen Sinn da drin, ja. Und das ist eine sehr problematische Haltung. Ich glaube eben, das ist sehr, es ist nicht eindeutig. Also ich kann das auch nicht eindeutiger machen, wirklich. Im Gegensatz, du machst es komplizierter, ne? Das ist die Idee, oder? Ja, oder ich versuche das Unbehagen alles so zu zeigen, oder ich weiß es nicht. Ja. Oder vielleicht auch was davon in diesen Texten oder den Bildern deutlich werden zu lassen, so wie dieser eine Typ da in den USA dann nachher mal, der hätte immer gewartet, dass was Schlimmes von mir gezeigt wird. Das hat er da nicht gesehen, aber hat sich im Kopf vorgestellt. Und ich denke, das hat damit zu tun, auch mit dieser Angst oder mit diesem, dem ich da begegne. Mhm. Oder auch meinem eigenen Unwohlsein. Oder wie auch immer man es nennen will, was ja auch so ein bisschen sowas war, jetzt die ganze Geschichte natürlich absolut geeignet, sowas zu inszenieren. Das ist sogar der, die Idee bei sowas, also auch bei Comics eigentlich. Ne? Mhm. Und, oder bei experimentelleren, ethnografischen Filmen. Mhm. Ja, das stimmt natürlich. Also ich denke, das ist sowohl in dem, was ich eben vorgestellt habe, auch als in diesem Comic. Da werden ja so Schnittstellen angeboten und man müsste halt selber dann, also man hat da selber einen Film zu am Laufen, ja. Ja. Und das ist genau das, was ich auch auslösen möchte, ja. Also. Könnten wir denn zum Abschluss vielleicht nochmal ganz kurz nur in deine Graphic Novel reingucken und dann auch nochmal sagst, wo man das findet, das ist ja nämlich alle hier in Friedas Lehrveranstaltung. Also die ist in der Zeitschrift Configurations erschienen, die ist an der Uni Bremen
als E-Journal zugänglich, dass man sich das, wenn man in der Uni ist, kann man sich das einfach, wenn man das googelt, Bone Sheep, Martina Schlunder, Configurations, dann kann man es auch runterladen. Aber also, hier hatte mir das gerade gegeben, das ist mehr oder weniger den Text, also ein bisschen anders, den ich gerade vorgelesen habe und auf Englisch. Ja, wenn ihr das jetzt so beherrscht mit dem Licht. Ja, also, ja, super. Okay, also das ist eben nochmal was anderes gewesen, wo wir uns auch überlegt haben, wie man mit Worten, also das ist halt was anderes, ob man das liest und das in Bewegung ist oder ob man das aufschreibt. Ja. Und, wir haben eben meistens das Material benutzt, das fotografisch hergestellt worden ist und dann als Ausgangspunkt für Zeichnungen. Und dann war auch eine Idee, dass dieses, am Anfang ist er eben sehr getrennt, also diese Blöcke von Bildern und Schrift ist getrennt und nachher geht das so ein bisschen weiter ineinander. Also das ist halt der Schafstornado, in dem ich da drin. Diese Bilder, die erkennen Sie jetzt vielleicht ein bisschen besser, weil Sie die eben gesehen haben. Also das ist einer der neuesten Schafsställe von dem Hauptzüchter, für den, der auch der Chef der Tierpfleger in dem Forschungsinstitut ist. Das, was mich eben interessiert, sind auch immer noch dieses Michael hat das genannt, was Strukturales, aber mich interessiert eben, wie Dinge verbunden werden. Also wie werden jetzt Worte verbunden mit der Materialität des Körpers zum Beispiel. Ja? Also wie, wie das, was L'agencement heißt im Französischen, also bei Deleuze und Catalogne benutzen das ja, oder Assemblage auf Englisch. Also es geht eben nicht nur darum, deshalb vielleicht auch nochmal zurück auf diesen Anfang, es geht eben nicht nur darum, ganz bestimmte Publikationen anzugucken, sondern eben auch, wie die Publikationen, in denen die Schafe auftauchen, dann mit den Körpern der Schafe verbunden sind und was die halt fressen und produzieren. Das ist mehr oder weniger, das ist der Stall von dem, der experimentelle Stall von außen, der linken Seite. Und das ist auch alles aus dem, in dem landwirtschaftlichen Stall. Und das sind die Jungs, die Chirurgen, die es das ist zum Beispiel, das sind, ich glaube, das ist nachher noch ein bisschen größer. Da vorne sieht man das, das ist, wie man früher vor dieser Chirurgie Knochenbrüche behandelt hat. Also das ist aber aus einem Soldaten, aus einem Bataillon. Und die sind auch genauso ausgerichtet. Und Unfallchirurgie hat ganz viel mit Militärchirurgie zu tun. Und das ist eben diese neue Art, die entwickelt haben. Das ist einer dieser Kästen, die hatte ich auch da drin. Also diese Kästen sind eben Anfang der 60er Jahre entwickelt worden, wie so ein Mechanikerkasten und Handwerkerkasten. Und die sind auch standardisiert worden. Das da vorne war eben, bevor es das Forschungsinstitut gab, gab es eben so eine Villa, wo diese Schafe drin gestanden haben am Anfang, weil der Bus war ja so ein Schwerpunkt von Tuberkulose-Behandlung. Also Thomas Mann, der Zauberberg, die spielt ja eine große Rolle. Und in den 50er Jahren war das alles leer, weil aufgrund von diesen neuen Medikamenten niemand mehr diese Liegekuren macht. Und es gab eben sehr viel Laborplatz. Und diese AO-Chirurgen, die sind eben erst in so eine alte Villa von der Tuberkulose, Sanatorium sind. Und das, man sieht es doch nicht so gut. Ja, aber es ist schon nochmal so ein Aufruf, das ist schon mal ein Eindruck und das ist voll. Da verschmilzt das jetzt immer mehr und immer stärker Bild und Text in den einzelnen Bildern auch. Ja, das ist manchmal diese.
Und das sind zum Beispiel diese Apparate, die haben so ganz bestimmte Platten gebaut und dann erstmal in die Hüften der Schafe eingebaut. Da haben die die ersten Daten mit erhoben zu dieser neuen Form von Knochenheilung, die sie nachweisen wollten. Das waren sozusagen diese Messinstrumente. Da oben ganz, das ist das älteste Bild über ein Schaf, das ich gefunden habe. Ja, ganz oben rechts ist ein Schaf in der Mitte, wo sie sich beugen oder lesen sie dieses Messgerät an. Und weil die Villa überhaupt nicht dafür taugte, mussten sie diese Schafe verdrahten über die ganzen Stockwerke hinweg, mussten sie sozusagen diese Drähte, dieses, was aus den Hüften der Schafe rauskam, musste mit diesem Messapparat verbunden werden. Das ging praktisch nicht das Ganze über mehrere Stockwerke über den Hof drüber. Also so mussten sie die Schafe an sich fesseln, sozusagen, um diese Art von Versuch machen zu können. Das ist jetzt in den Bergen. Das hier vorne sind so Szenen aus diesem kantonalen Schafsbad hier, die da durchlaufen. Und das sind eben diese Netze oder diese Aufhängerapparaturen. Das ist schmerzreduzierend für die Schafe nach der OP, sodass sie weniger belasten auf den Beinen. Und hier hatten wir eben dieses Hören. Die Schafe haben eben, weil es so eine, die Stille hatte ich ja beschrieben, die müssen nicht mehr miteinander kommunizieren, sondern die sind hier jetzt auf Menschen eingerichtet und dann kriegen sie eben als akustischen Reiz, kriegen sie, ist vorgeschrieben vom Schweizer Tierschutzgesetz, kriegen die so, es muss auch immer gewechselt werden, so Radioprogramme. Das war das, was ich gehört hatte, als ich das erste Mal in diesen Schafstall rein war. Und das muss auch gewechselt werden, nach so und so vielen Stunden muss da, ja. Das hatten wir dann mit diesen Kopfhörern und diesen Schafen, dass die da Kopfhörer haben und nur noch hören. Haben die auch wirklich Kopfhörer? Nein, das war ein Comic. Das war künstlerische Freiheit im Comic. Und das ist der Grundriss von dem Schafstall. Die hatten mir einen Grundriss mal geschickt, wie sie den neuen Entwurf hatten und den haben wir auch verarbeitet. Ja, das war wieder eben dieser Unfall in dem Moment. Diese Unfälle sind ja so präsent und das ist so einfach. Mit Schafen in Kontakt zu kommen für diesen Unfall, den man ja so schnell haben kann. Ja, gut.